So, willkommen zurück zu Strategie mit Fight of Freedom. Es geht ab nach Tobruk, aber bevor wir nach Tobruk gehen, werden wir ja erstmal unsere Kommandopunkte setzen. Genau, und unseren Einheiten zusammen gucken, was da ist. Wir haben ja erfahren, dass wir auf Befestigung wie halt auch auf Minen stoßen. So, dann gucken wir mal, was machen wir jetzt hier. So, ich... die Artillerie. Die würde mich kosten. 14 wären 10. Das würde 6 kosten, ne? Doppelt Feuer. Wären überlegen. Gesamte Angriff im Ziel. Infrastruktur. Okay, also Artillerie mal im Hinterkopf behalten. Alle Panzer benötigen 20% weniger Farm für die. Entschuldigung. Für den Erfahrungsaufstieg. Da müsste ich mal gerade was gucken, wie das gerade bei meinen Einheiten und Panzern ist. Na, das würde nicht viel bringen momentan. Sind eh oben. Würde, glaube ich, der steigen zwar, aber der wird eh jetzt steigen. Nee, würde jetzt nichts bringen. Nee. Was hätten wir hier alle Einheiten sein hier? So, was haben wir hier? Das habe ich schon die ganze Zeit im Blick. Aufklärungseinheiten bieten plus 2 Angriff und plus 1 Verteidigung Boni für alle Bodeneinheiten innerhalb von 3 Feldern. Jetzt muss ich mal gucken, innerhalb von, ob das für alle geht. Wirklich alle. Infanterie, ja auch. Innerhalb von 3 Feldern. So. Dann wäre hier die Überlegung, auf einen zweiten Aufklärer zu gehen, aber eine zweite Flak wäre eigentlich auch nicht schlecht hier. Ja, wir machen das, weil das sind passive Boni und die sind immer gut. Sturmgeschütze die Eigenschaft zu überrennen. Ja, 200. Das ist ja auch Sturzkampfbombe. Nee. Strategische Bombe haben wir. Ist jetzt die Frage. Infrastruktur, was? Ja. Wir haben noch 250 Punkte. Alle Einheiten durchlaufen eine intensive Ausbildung und haben von Anfang an Erfahrung. Kann man bis auf 2 setzen, ne? Ja. Das ist das, was ich bei den anderen ja auch hatte. Infanterieunterstützung, das ist auch sehr stark. Sturzkampfbombe. Die Sturmgeschütze. Also Sturmgeschütze wäre eine Überlegung. Alle Einheiten teilen um die Hälfte mehr Schaden gegen feindliche Infrastruktur. Ja, aber das ist halt nicht gegen so Festigung, ne? Oder gilt das auch für Befestigung? Hier siehst du es halt jetzt nur an so einem Ja, aber dafür habe ich aber auch das Zeug, deswegen ist das jetzt auch nicht. Die Artillerie. Oder die Sturmgeschütze. Wären 10, wären 14. Und dann würde es 10 kosten. Eieieiei. Ja, machen wir. Hups. Machen wir jetzt 2-mal. Und ist die Artillerie. Ja, und nochmal bitte. Kostet jetzt 10 und beim nächsten Mal nur noch 6, okay.
Gut, 50 bleiben wieder frei. Ja. So. Du hast einen Aufstieg. Ja, du wurdest schon befördert. Ja. Du hast einen Aufstieg, du wurdest aber auch schon befördert. Ja. Okay, hier ist nichts. Jetzt gehen wir das kurz erstmal durch. Der Aufklärer. Ja. Lass mich mal kurz gucken, ob wir da was machen können. Aufrüsten. Nee. Ein Aufklärer. Eieieiei. Ich kann die auch nicht ändern, ne? Bin ich begeistert davon, dass ein Aufklärer meiner HQ ist, aber Lassen wir es mal so. So, Infanterie. Hier. Oh, Moment, hast du schon deine Beförderung? Ja, hast du. So, was gibt's denn? Aufrüsten. Kommandos. Oha. Das sind Fallschirmjäger. Ja, das muss ich mal hier mal angucken. Oh, es sind nur zwei verfügbar, okay. Das ist echt eine Überlegung, ja. Das ist mehr als nur eine Überlegung. Ja. Ah, apropos Helden, mal gucken, gerade Infanterie haben wir hier unten, ne? Ne, ist bald soweit. Okay, und hier, da dauert's noch. Wegen der Infrastruktur und alles, ja. Dann würde ich sagen, ja, machen wir diese Einheit, die wir befördert haben. Ethnokommando, wow. Und dann machen wir die Paratroopers. Beide Fallschirmjäger. Perfekt. Oh, einmal grün und einmal. Also ist nur die Farbe hier ein bisschen anders da. So, dann machen wir aus denen die hier. So, Luftwaffe. Die Hurricane, aus der machen wir eine Spitfire. Und da. Ja, hier überall Fahrt. Luft. Nein, das ist ein Jäger. Ein Jäger muss ein Jäger bleiben. Das geht sonst nicht. So. Dann gehen wir mal in Ausrüstung, denn wir müssen jetzt was ändern. Und zwar, wir brauchen jetzt die Filter. Wir gehen in die Wüste. Da habe ich keinen Wüstenmalus. Hier macht das mit der Infrastruktur, ja. Was hast denn du an Munition nochmal? 5. 5 sollte doch passen. Ja, du kriegst auf jeden Fall auch das. Die Luftfilter. Das hier. Okay. Hier. Ja, komm, wir machen das. Haben alle meine Panzer jetzt das. So, passt. So, du kriegst das hier. Reichweite bringt bei dir eh momentan nichts, dafür bist du noch ein bisschen zu schwach einfach. Du hast deine Ü, hast du die? Ja. Okay, das passt, das passt, passt. Die Pack. Naja.
Das ist so eine Sache. Wie sieht das aus hier mit Ausrüstung? Nee. Wir können das nicht haben. Nee. Infanterie, könnt ihr das haben? Haftbombe. Plus 4 Angriffe auf harte Ziele im Nahkampf. Ja, ich gehe ja auch nicht gerade unbedingt mit Infanterie in die Nahkämpfe. Nicht wirklich. So, was machen wir? Flak. Wenn ich eine Flak hole, bin ich wieder pleite, ne? Das ist immer Fakt. Mit Ausrüstung gehe ich pleite, oder? Artillerie. Auch eine zweite Flak wäre schon gut. Ja, wir bauen eine zweite Flak auf. So, war da. Und das. Geht sogar. Immer vorgestellt. Infanterie, so. Infanterie, da müssen wir was ändern. Und zwar hier geht's. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das ist kein Problem. Das kostet nicht viel. So. Okay, ja, die sind ja umsonst. Ja. Okay, das hätten wir. Gut, dann ja, würde ich sagen, mehr geht nicht. Auf ins Getümmel. So. Ja, hier gab's nix für die Mission. Okay, gut. Dann mal los. We held our ground and repelled the German raids against the British Isles. Our gallant Royal Air Force has overcome the vainglorious Luftwaffe. The heart of the British Empire is safe for now. Our coastal defenses are fully prepared to repel any invasion. If the Germans decide to attack, it will be a one-way trip for them. Gentlemen, for the last few months our focus has been defense. Now that we are more or less secure, I believe it's time to go on the offensive. Indeed. Our forces can now take a more active role in the global conflict, as they well should. General Brooke, brief us on the North Africa situation. Our troops were forced to retreat, but right now the front is leveled out. As we speak, my staff is working on a plan for a surprise offensive against the Italians. Good. Good. Why don't we send Sir Harold to take charge? We could, but, I think the current commander is more than capable of carrying out the operation. Still, Sir Harold might do well in an advisory role. As someone who's actually fought the Germans, I would gladly advise someone who hasn't. Of course, if needed, I'm ready to take charge. But you must understand, one can't take the responsibility without the accompanying authority. Well put, Sir Harold. Very well. Take command of our forces in Africa and do away with the Italians. Like you just did with Sir Alan. General Alexander, the Italian invasion of Egypt cannot go unanswered. The numbers are on their side, but our men are better equipped and trained. It is time we retaliate. During the course of Operation Compass, you must capture Bardia, Tobruk, Derna, Mekelle, Missus, Benghazi, and Beta Fum. If possible, capture the enemy commander alive. It's Marshal Rodolfo Graziani,
According to MI6, he has a temporary headquarters in Mekelle. The Butcher of Ethiopia? I hear his forces used mustard gas during the campaign there. Disgraceful! I've seen the effects of that thing up close in the previous war, and you're suggesting we capture him? Scum like Graziani belong before the firing squad. Hold your horses, Bernard. We all remember the Great War. But Marshal Graziani may have some useful intel regarding the Italian strategy. Besides, we can use him to ingratiate ourselves with Ethiopia when the war is over, or with Italy after they surrender. In short, we'll have plenty of ways to put him to good use. And if not, he'll face the firing squad after all. Let me repeat that. We need Rodolfo Graziani alive. No aviation or artillery during his capture. Don't give Sir Winston more fuel for his bombs. Oh, toll. Ja, gut, okay. Okay. Besitze alle Siegfelder. Hört sich mal wieder sehr gemütlich und leicht an, aber... Also hier hin. Und das darf ich wohl nicht bombardieren oder so, ne? Ja, gut. Gut. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Hier haben wir schon Truppen. So, hier. Hier hin. Tilda. Hier hin. Seda. Fuck. Ja. Oh, das ist übel. dann Flak noch hier. Und die Flak noch. Ja, hier würde ich sagen. So, Artillerie. Hier eine hin. Du kommst hier mit. Und hier hin. Infanterie. Hier hin. Hier hin. Hierhin. Hierhin. Und die Pack. Nee. Oh, ich kann die Pack gar nicht aufstellen jetzt direkt, oder? Doch, doch, kann ich. Die Luftwaffe, ja, kann man mal hier so verteilen, das ist okay. Die Pack kann ich hierhin. Was ist denn jetzt dein. So. Okay, dann komm halt hier hin. Ist mir auch recht. Nerv. Go. So. Dann wollen wir mal. Versorgungslage. Die muss ich mir jetzt erstmal in Ruhe angucken, wie die hier abläuft. Hier ist keine Versorgung, das war zu befürchten, aber der Weg hier wäre optimal. Wir gehen mal hier hin. Okay. Mathilda. Okay. Kann man machen? Sehr schön. Moment. Artillerie. Yep. Hier drauf. Sehr schön. Okay. Erst hier drauf. Schwerer Panzer. Sehr schön. Okay, dann werden wir das mal unseren Bonus hier einsetzen. Perfekt.
So, gucken wir es mal. Das bist jetzt hier. Ja. Alle verbündeten Einheiten innerhalb von 3 Feldern erhalten plus 2 Angriff auf weiche, harte und Luftziele. So wie plus 1 weiche, harte. Das ist eine hammerkrasse Fähigkeit. Artillerie. Wir gehen auf die Infrastruktur hier. Okay, hier drauf. So, dann lass uns gucken. Das ist Infanterie. Hack. Das da hinten ist Artillerie. Okay. Mhm. Die Fähigkeit kriegst du jetzt nicht, ne? Ja, aber du nimmst die Fähigkeiten hier mit. Genial. 1, 2. Hm. Okay. Wow, der hat mehr Schaden gemacht. Okay, da hinten ist mehr als ich dachte. Okay. Ich würde doch eher sagen, wir gehen hier drauf. Sehr gut. Ah, nein, du bist ja das Wurmgeschütz. Oh, ich verwechsel diese Scheißdinger jedes Mal. Das darf nicht wahr sein. Okay, pass auf, komm hier hin. Passt nicht. Wenn ich das hier obere, ja, hier hatte ich keine Versorgung. Shit. Kann jetzt aber auch nicht viel machen, ne? Frage, habe ich hier Sicht? Ja. So, die Flak kommt hier hin, deckt hier schon mal ab. Infanterie hier lang. Hier hin mit euch. Flak. Ja, die müssen wir nach vorne ziehen. So, die Artillerie. Mal gucken. Reichweite 4. Überwachung. Während die Feindlichen angreifen, dann einmal protegieren. Okay, Überwachung. Gibt ja also extra Reichweite. Das heißt, dann sollte die Artillerie. Hier hin. Hack kann hier hin. Infanterie. Das möchte ich jetzt aber ungern die da hinschicken. Äußerst ungern. Und wir können das machen. Okay, hier hin. Und mal hier hin. So. Der Panzer hier. Pass mal auf. Komm hier hin. Okay. Nicht die beste
Alternativ, aber es reicht. So, die Flak auch bitte hier nach vorne. So, Jäger. Wir machen hier Abdeckung. Erstmal. Ja, wir decken erstmal hier unsere Gebiete ab. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Hier hin. Und hier hin. Bomber in den Schutz der Luftwaffen. Das gleiche erstmal hier, genau. So, dann das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Ja, in der nächsten Runde dann der Vorstoß hier drauf. Kommandopunkte benutzen, Artillerie, Doppelschuss benutzen, ist jetzt die Überlegung. Nee. Wäre jetzt hier nicht effektiv einsetzbar. Muss mal gucken. Versorgung hier. Das heißt, wir können, wenn ich das dann hier hole, kann ich auch hier durch. Okay. Das würde gehen. Ja, das würde gehen. Muss ich mal kurz gucken, was die AUX-Einheiten alles haben. Pioniertrupp haben die dabei. Ich weiß nicht, irgendwie hat das mit der Infrastruktur, wie ist da momentan. Na gut, die könnte auch weiter hier hinten sein. Momentan war aber jetzt nichts so gravierend, dass es die Infrastruktur mir hier Probleme bereiten würde. Pioniertrupp, okay. Wir werden es ja sehen. Gut. Aber die Fähigkeit des Aufklärers ist schon genial. Ja, kann man nicht anders sagen. Dann, nächste Runde. Okay, er mag meinen Aufklärer da nicht. Das ist... Bin auf diese ganze Bonusmission schon gespannt, was mich hier erwartet. Bis jetzt noch nichts. Wir haben jetzt Tag. Also, als nächstes... Eine Mathilda kann das hier ohne Probleme aushalten. Artillerie. 5. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Das ist sogar sehr in Ordnung. 3-4. Von wo bitte kriegst du? Ah, von dem Saftsack da oben. Okay, da müssen wir jetzt was machen, das geht so nicht. Da ist die Scheißflak. Was mache ich jetzt? Das Ding mit Bomben wäre es am allerbesten. Ja, dann bleibt mir da nichts übrig eigentlich. Obwohl, nee, warte mal. Wir könnten hier mal eine Aufklärung reinmachen. Ich muss wissen, was das ist. Damit wäre die Flak jetzt außer Kraft. Man hat aber immer noch 2 Schüsse, ne? Er hat 5 Schuss. Scheiße. Ja gut, dann
Habe ich keine Wahl. Ja. Okay. Jupp. Perfekt. So. Jetzt passt das. 1,5. Zwei. Warum kriegst du die 2 nicht hin? 3, 4. 2. Okay, mach die 2. General Alexander, Tobruk has a large garrison and is well fortified. I suggest encircling the fortress rather than taking it head on. Knowing Italians, they might even surrender if we put enough pressure on them. To make this happen, we need to capture Bir el Gabi, Bir Hakim, and Gazala. Well, well, let's see when the Italians will break. Encircle Tobruk, then proceed as you see fit. Okay, kreisen Sie Tobruk ein. Jo. Okay, da haben wir noch Zeit. Okay, machen wir das. Kreisen wir Tobruk ein. Als erstes machen wir den mal weg. Wieder ein schönes Killerfoto für die Nachwelt. So, ja, da gehen wir direkt hier rein, ne? 1,4? Ja. 0,3. Flak. Da hole ich doch erstmal meine. So, Artillerie. Oh ja. Wir ziehen sich schon mal als hier hin, klären hier auf und haben hier schon mal unseren Bonus sogar. Kann man uns. Sieben. Bombe. Ah, die Frage ist, ist hier irgendwo eine Flak? Ist keine Flak, nee. Das. Gehen mit dir hier hin.
Die Mine räumen wird hier schwer, weil dann fährt er mir hier in die Parade hinein. Auch nicht so schön. Okay, komm mal hier drauf. Eins, vier. Wir gehen mal hier drauf. Okay. Flak. Gut. Jetzt sind wir danach. Ich meine, der wird so oder so. Ja, komm, wir schießen ab. Weg ist er. Gut. Artillerie. Hier hin. Pack. Haben wir hier mit weiter. Infanterie. Ja. Ach so. Mist. 04. Ah, du bist ein Sturmgeschütz. Ich vergesse es immer wieder. Ich krieg die Krise. Okay, ich denke, die Doktrin mit dem Sturmgeschütz, das müssen wir mal demnächst holen. Das ist... Okay, 1-4. Okay, räumt die Mine. Sehr schön. Dann. Nein, komme ich nicht mehr ran. Die Flak. Okay, hier lang. Hier hin. Infanterie. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Jäger. Achso, jetzt steht ja da drüber. Die sind gedeckt. Entdecken wir den noch. So, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Was seid denn ihr? Kommando. Sind auch Kommandos, okay. Moment mal, vielleicht könnte man doch die dann. Bisschen Flugplatz, korrekt? Nee, korrekt. Komm mal her. Artillerie. Ich komme nicht ran, oder? Nein, Mist. Wenn ich dich hier wegbringe. Nein, reicht auch nicht. Okay, dann kommen wir jetzt hier hin. Ah, du kannst noch einmal. Du hast nur noch einen Schuss Panzer oder. Ja, komm. Dann ist mein Rückraum gesichert. Kann durchaus nicht sein. Kann jetzt keiner mehr diese scheiß Einheit da wegkriegen? Ja, natürlich nicht. Du könntest noch, aber. Oder? Nee, du kannst auch nicht mehr. Nee. Nee. Ah, scheiß Timing. Ja, das war ein scheiß Timing, okay. So, also wir sollen das, das und das und dann Tobruk. Ja, mit einer kleinen Gruppe, wir werden Tobruk einfach nur höher bombardieren und dann ist da Ruhe im Karton. Da ist eine Flak. Artillerie, Flak. Was da ist, muss ich mal gucken. Werden wir sehen. Ja, da hämmern wir rein, dann ist der Feierabend. Go.
Die Verstärkungseinheiten aus Topok. Die Italiener machen. Au, 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 au. General Alexander, a great opportunity to get friendly with the locals has presented itself. I am all ears. According to my agent, the Italians are conducting a forced recruitment campaign, requisitioning forage and pressing locals into frontline units. If you put an end to these excesses, we will show ourselves to be liberators. Most of the Libyans can't stand their Italian oppressors already. A full-blown colonial revolt must be Mussolini's nightmare. Understood, Sir Stuart. We'll try to protect the locals. Jetzt ist die Frage, erobern oder nur dahin gehen? Ich tippe mal auf erobern. Okay, Kommandopunkte kriegen wir jede Runde 22. Also 22 können wir immer gut aussetzen und dann sind wir immer wieder auf dem neuesten Stand. Dann würde ich wirklich sagen, dass die Kommandoeinheiten das wohl machen. Kommandotruppen hin und guck, dass ich dann Aufklärer hinschicke oder einen schnellen Panzer. Ja, so ein Crusader. Wäre optimal. Gucken, dass wir das jetzt erobern. Dann haben die auch hier die Versorgung. Wir müssen eh da durch. Von daher, zack, zack. Dann können die das ein bisschen unterstützen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, sehr interessant. Die Mission da. Bin ich mal gespannt. Gegen die Italiener. Ich habe da noch Gefühl, dass da noch eine böse Überraschung kommt. Sowas wie deutsche Verstärkungstruppen oder so. Denn ich glaube nicht, dass es hier bei den Italienern bleibt. Wäre sehr überraschend. Aber gut, wir werden es sehen. Das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.